Moin, ich stehe hier mit Paul, dem neuen Assistenzroboter im Saturnmarkt an der Mönckebergstraße. Und Paul soll künftig ein bisschen den Kunden des Marktes helfen, ihre Produkte zu finden und kann auch einige andere ziemlich coole Sachen. Begrüßen wir dich mal. Moin. Moin, moin. Smartphone-Angebot zeigen? Sehr gerne. Dann komm mit. Gerne begleite ich dich dorthin. Trete bitte ein Stück zurück. Achtung, jetzt fahre ich los. Bleib an mir dran. Das machen wir. Und los geht's. Wir möchten mit Virtual Saturn unseren Kunden zum ersten Mal die Möglichkeit geben, Virtual Reality im Virtual Reality Umfeld einzukaufen. Das heißt, dort können Kunden sich einloggen, von zu Hause oder auch in unseren Märkten. Wir haben gerade eine Tour, können dort Produkte erleben in einer sehr coolen Wohnung oder auf dem Planeten Saturn und im virtuellen Umfeld Produkte erleben, ausprobieren, auch im Fernseher laufen lassen und dann dementsprechend natürlich auch kaufen. Ich muss sagen, es ist eine ziemlich coole Möglichkeit, mal virtuell shoppen zu gehen. Bietet zwar nicht ganz so viel Auswahl wie im normalen Markt, im normalen Saturnmarkt oder im Online-Shop, aber es ist trotzdem eine super Sache im Grunde. Hat trotzdem die Möglichkeit, mit dem Kundenberater zu sprechen, der dann virtuell zugeschaltet wird. Schwer ist natürlich nur, dass der Preis für dieses virtuelle Shoppen ziemlich hoch ist. Der PC, um das zu ermöglichen, kostet schon 1000 Euro, die Brille auch nochmal 500 Euro. Also beschränkt sich auf wenige Leute, die das dann tatsächlich machen können.